Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute ist das Heidepark Oktoberfest. Ja, wir zeigen euch mal so ein bisschen, was da so gibt, was da so für Specials gibt. Und ja, hier im Hintergrund fährt auch gerade Flug der Dämonen. Wunderschöner Wing Coaster. Einfach nur traumhaft, ja. Wie gesagt, heute gibt es noch ein bisschen anderen Vlog über das Oktoberfest, Heidepark Oktoberfest. Gucken, was es da so gibt. Und ja, seid auf jeden Fall gespannt. Schon mal 2 Runden Flug der Dämonen gefahren. Geflogen. Erste Runde rechts, zweite Runde links. Richtig Spaß gemacht. Wunderschöner Schweizer B&M Wing Coaster. Kann man einfach nur von schwärmen. Ja, und jetzt werde ich wohl gleich noch mal ein paar Runden Scream mitnehmen. Ist noch gerade schön leer. Und dann muss ich immer wieder dringend was essen. Ich habe heute kaum was gegessen und irgendwann merkt man das schon nach so ein paar Fahrten, dass es einem richtig flau im Magen wird, dass man dann doch irgendwie so ein bisschen, ja, einem die Energie fehlt. Und genau, nochmal zu Scream. Scream hat nochmal so ein ganz anderes Gefühl als Highlander. Also der ist zwar 30 Meter niedriger, aber, weiß nicht, der fühlt sich auch nochmal so ganz anders an. Der Aufbau drumherum ist komplett anders. Und so das ganze Feeling drumherum. Gut, Scream steht halt auch auf so einer Art Hügel. Und Highlander ist auf so einer Art Ebene. Also so ein ganz anderes Gefühl. Wir machen trotzdem beide irre viel Spaß. Also bei Scream merkt man das nicht wirklich, dass er 30 Meter weniger Freifall hat. Es fühlt sich einfach trotzdem genial an, durch diese Erhebung halt. We'll be right back.
8 Sekunden Schwerelosigkeit. Richtig nice. Das heißt, viermal freier Fall aus 73 Meter Höhe. Ich meine, es waren 73 Meter Höhe. Also 4 Runden Stream gefahren und 4 mal 2 Sekunden Schwerelosigkeit. Richtig nice. Also Stream macht immer wieder Spaß. Man konnte halt schön sitzen bleiben. Und es kamen so wenig Leute, dass sogar warten mussten, bis ein paar mehr Leute drin saßen in dem Fahrgeschäft. Und ja, es war also richtig schön leer und richtig, richtig Spaß gemacht. Und jetzt geht's einmal gut. Einmal gut. Einmal zur guten Aussicht, zur Flug der Dämonenterrasse. Da werde ich jetzt mal ein bisschen was schnabulieren, weil ich habe schon richtig Hunger und brauche dringend Essen. Es gibt echt so Parkteile, die sind unglaublich leer. Wahnsinn. Also da sieht man echt keine Menschenseele weit und breit. Das ist nochmal ein, genau, der Ausguckbalkon bei der Bobbahn mit dem Ausguck auf Flug der Dämonen. Und ja, richtig nice. Die Bobbahn fährt auch gerade noch nicht. Hat sich schon eine riesige Schlange vorher davor gebildet. Und ja, ich werde mich jetzt vielleicht noch zum Eingangsbereich begeben und dann treffe ich mich noch mit ein paar Leuten, Freunden. Ja, ist ganz witzig heute. Also sind so ein paar Teile als Oktoberfest quasi verkleidet, beziehungsweise sind da so Oktoberfeststationen aufgebaut. Also so verschiedene Kirmesspiele, ja, dieser klassische Kirmeshammer. Und ja, und meistens sind auch die ganzen Leute alle da und das ist dann extrem voll. Und dann gibt es immer so ein paar Stellen im Park wie hier jetzt gerade, wo es einfach total leer ist. Also ist so eine Mischung aus voll und leer heute. Ist ganz witzig. Ja, jetzt wird es auch langsam mal wieder Zeit, dass ich wieder ein bisschen was fahre. Also wie ihr seht, bin ich auch gerade noch alleine im Park unterwegs. Ich treffe mich später noch mit ein paar Leuten. Die seht ihr dann ja gleich. Und ja, eigentlich wollte ich auch gerade Big Loop fahren. Und da habe ich gesehen, dass die Q-Line, die ging sogar fast bis zur Kreuzung da, wo... reden muss man erstmal können. Da, wo die Krake ist und da, wo es zu Flug der Dämonen hochgeht, bis dahin ging fast die Warteschlange. Also Wahnsinn, habe ich tatsächlich noch nie so gesehen bei Big Loop. Oh, und jetzt versuche ich, denke ich mal, eine Runde Wasserbahn zu fahren. Dürfte auch nicht so viel los sein bei dem Wetter. Es ist so angenehm mit Herbstwetter, kann man sagen. So, gerade Wildwasserbahn 1 gefahren. Ein hübscher kleiner Lockflum. Aber ja, das Ding bräuchte ganz dringend mal eine Thematisierung. Also es sieht auch ein bisschen aus, als ob da schon was gemacht wird. Bin mir aber nicht sicher, aber teilweise ist das eine halbe Baustelle, das Ganze, also so was die Deko und die Thematisierung drumherum angeht. Und genau. Ich bin jetzt gerade wieder auf dem Weg. Ja, Pepper. Ja, Alter. Jetzt bin ich aus dem Konzept gebracht worden. Also wie gesagt, ich bin jetzt auf dem Weg zurück Richtung Krake, genau. Da bin ich jetzt wieder unterwegs.
an. Ja, jetzt ging das eben von der Wartezeit. Gute 20 Minuten ungefähr. Und jetzt ist aber so richtig herbstliches Nieselwetter. Nicht so lecker, aber gut. Muss trotzdem das Beste draus machen. Und ja, bin jetzt noch ein bisschen unentschieden, was ich jetzt gleich mache. Aber das seht ihr dann. Ja, seht ihr dann ja gleich. So, wie man sieht, ist es deutlich wärmer geworden. Jacke und Pullover sind draußen, sind weg. Sommer ist drauf. Ja, das Wetter ist echt top geworden. Nach dem Nieselregen kam dann der Sommer wieder zurück. Richtig nice. Und ja, heute ist so ein bisschen so ein, also für mich so ein ruhigerer Tag. Ich bin ja tatsächlich jetzt aktuell noch alleine unterwegs. Nächste Woche, ja, da gibt es dann noch einen richtigen Vlog auch zusammen mit Denise. Und da machen wir da auch so ein bisschen mehr. Das ist heute mal so ein bisschen ruhigerer Tag, aber ja, mal gucken, was noch so kommt. Vielleicht gibt es da noch ein bisschen Action. Und ich habe mir jetzt gedacht, dass ich jetzt, Plan ist jetzt eine Runde Limit zu fahren. Da ist gerade die Wartezeit. Beziehungsweise kleine Planänderung, wie man sieht. Ich habe mich dazu entschieden, kurz eine Runde Scream mitzunehmen. Nach 10 Minuten Wartezeit und das, ja, lag direkt auf dem Weg. Also, zu Scream kann man nie Nein sagen. Das heißt jetzt einmal eine Runde in den Abgrund stürzen und dann geht es, denke ich mal, weiter zu Limit. Scream hat wieder richtig Spaß gemacht. War jetzt meine fünfte Fahrt und es gibt auch noch eine kleine Planänderung. Limit gibt es dann wahrscheinlich. Ja, mal gucken. Entweder später oder ein anderes Mal. Mal schauen. Ja, auch noch ein kleiner Tipp für Scream. Am besten ist es, wenn der Gürtel, wollte ich schon sagen, wenn der Bügel so ein bisschen lockerer ist, dann fällt man, dann schwebt man richtig im Sitz. Das ist richtig lustig. Und wir fahren jetzt eine Runde Monorail. Ist immer richtig schön. Schön entspannte Runde, einmal über den Park gleiten und das ist immer eine sehr angenehme Fahrt. Von der Monorail direkt in die Drachengrotte und es nieselt sich auch schon wieder ein. Naja, mal gucken, was das Wetter noch so bringt. Ist ja, na gut, ist halt schon Herbst geworden und dann wird das Wetter auch entsprechend manchmal ein bisschen ungemütlich. Aber wie gesagt, man muss immer das Beste draus machen. Das ist seltsam. Ich kann gar keinen von Ihnen sehen. Ich frage mich, wohin Sie gegangen sind. Feuergeist. Und wenn wir diesen Drachen finden wollen, brauchen wir ohne Zahn. Okay, Kumpel. Wo steckst du?
Heidelberg Oktoberfest, das ist mal was ganz anderes hier. Hier ist gerade richtig Stimmung. Richtig heftig hier. Es ist schon ganz witzig, was hier gerade abgeht. Ja, und wie man sieht, sind wir zu Colossus gegangen und ja, alleine bin ich jetzt auch nicht mehr. Sind jetzt mit ein paar mehr Leuten unterwegs. Die ganzen Namen kriege ich jetzt nicht alle, natürlich nicht alle zusammen, aber ein paar werdet ihr mal so ein bisschen im Bild sehen. Und hier beim Colossus sind jetzt auch so ein paar Schließfächer installiert worden. Schöne Sache, nur der Preis, der ist nicht ganz so schön. Ist nämlich 5 Euro, aber gut, ja. Muss man sich halt überlegen, ob man es braucht, aber gut. Trotzdem, schöne Sache. So, einen kräftigen Applaus für Bennett, der sitzt gerade hinten am Zug, oder er steht am Zug. Einmal einen kräftigen Applaus für den Geburtstag. Alles Liebe. Colossus, Wahnsinn, das hat wieder so viel Spaß gemacht. Obwohl mein Kopf so ein bisschen dröhnt, weil ich ein bisschen Schlafmangel habe zurzeit. Aber gut, trotzdem, absoluter Wahnsinn. Colossus, das ist immer so das Tageshighlight. Also, hat irre viel Spaß gemacht und war einfach nur genial, diese Bahn. Wahnsinn. Ja, ein wundervoller Tag im Heidepark geht vorbei. Habt heute mal so ein bisschen das Oktoberfest gesehen. Gezwungenermaßen. Ja, war mal eine schöne Sache, das hier so im Heidepark im Norden mitzuerleben. Das ist ja sonst eher ja, untypisch für diese Region hier. Aber es hat mega Spaß gemacht. Der Heidepark hat das super schön gemacht. Oh ja. Und das Wirtshaus hat auch wieder aufgehabt, was ja die ganze letzte Saison geschlossen war. Ja, das ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Und? Genau, zum Abschluss habt ihr gesehen, sind wir nochmal Colossus gefahren und jetzt ja, geht's nach Hause. Genau, geht's nach Hause. Aber nächste Woche sind wir wieder hier. Und dann ist Denise auch endlich wieder dabei. Richtig gut. Und? Ja, ihr wisst Bescheid. Auf diesem Kanal müsst ihr unbedingt ein Like und ein Abo dalassen. Und dann euch noch einen, weiß ich nicht, schönen Tag. Genau, schönen Tag noch. Tschüss, bis zum nächsten Mal.